Und Sie sehen, Friedrich Merz ist vor die Mikrofone getreten. Wir wollen reinhören, was der CDU-Chef zu sagen hat. Zunächst auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen hier im Adenauerhaus. Ich freue mich, dass wir wieder einmal zu einer Veranstaltung hier bei uns im Haus eine so große Zahl von Freundinnen, Freunden, auch Gästen begrüßen dürfen, die hier zu uns kommen. Das ist eine tolle Atmosphäre, das ist Arbeitsatmosphäre, aber das ist auch eine Atmosphäre, die für uns eine Möglichkeit schafft, Botschaften zu geben in die Partei hinein. Wir haben einige hundert Teilnehmer auch, die uns per Videokonferenz hier heute folgen. Und insofern ist das ein weiterer guter Tag in unserer Arbeit. Und diese Arbeit, die möchte ich Ihnen gerne kurz beschreiben, damit wir alle wissen, wo wir stehen. Heute an diesem Tag, am 23. Januar 2024. Ich bin jetzt fast genau 2 Jahre im Amt des Parteivorsitzenden, 2 Jahre und 2 Tage, glaube ich. Und wir haben uns in dieser Zeit etwas vorgenommen. Und ich kann Ihnen am heutigen Tag sagen, wir sind exakt im Zeitplan. Und vorgenommen hatten wir uns vor 2 Jahren zunächst einmal wieder im Deutschen Bundestag oppositionsfähig zu werden. Das war nicht ganz selbstverständlich. Ich habe verschiedentlich darauf hingewiesen. Ich will es heute noch einmal wiederholen. 4 von 5 meiner Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag hatten keine Oppositionserfahrung. Die haben alle nur Regierungszeiten erlebt. Und Opposition ist was anderes. Und Opposition besteht aus 2 Teilen. Der erste Teil heißt, wir müssen uns mit einer neuen Regierung hart auseinandersetzen. Und ich denke mal, das gelingt uns ganz gut. Da macht es uns diese Regierung aber auch ziemlich einfach. Und ich füge hinzu, ich bedauere das ein bisschen. Ich möchte nicht mit einem Race to the Button Oppositionsführer sein, sondern ich würde mich viel lieber messen an einer besseren Regierung. Die Regierung macht es uns da an dieser Stelle ziemlich leicht. Aber wir dürfen es nicht leicht nehmen. Wir haben nämlich einen 2. Auftrag. Und der 2. Auftrag ist ganz einfach beschrieben. Wir müssen zeigen, wie es besser geht. Und deswegen steht genau dieses Motto über dieser Konferenz heute. Ich will Johannes Hahn auch noch einmal herzlich Dank sagen, werde es auch machen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dass er eben gesagt hat, nicht nur Deutschland kann es besser, sondern Europa kann es besser. Und wir müssen besser werden. Und in dieser Phase sind wir jetzt. Diese Phase schließen wir ab mit dem Bundesparteitag hier in Berlin Anfang Mai. Und da werden wir das neue Grundsatzprogramm verabschieden und dann beginnt Phase 3. Und diese Phase 3 lautet ganz einfach, Regierungsfähigkeit nicht nur erarbeiten nach innen, sondern Regierungsfähigkeit zu zeigen nach außen. Das ist dann Anfang Mai. Und dann gehen wir sozusagen in die 3. Phase, die geht dann zu Ende mit der Bundestagswahl. Und ganz gleich, wann diese Bundestagswahl stattfindet, im September 2025 oder schon im Sommer 2024, die kann dann stattfinden. Und wir sind in der Lage zu übernehmen. Und wenn die Bundesregierung meint, bis Ende 2025 im Amt bleiben zu müssen, dann ist es Ende 2025. Aber wenn es vorher möglich ist, dann sind wir in der Lage, zum Beispiel den Europawahltermin am 9. Juni aus diesem Haus heraus mit Carsten Lindemann als unserem Generalsekretär, mit den Vereinigungen, mit den Mitgliedern der Partei sofort auch zu einem Bundestagswahltermin zu machen. Und genau darauf bereiten wir uns vor. Und deswegen, ich will das auch noch mal von dieser Stelle aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Adenauerhaus sagen. Einige schauen uns ja auch hier zu und begleiten diese Veranstaltung und diese Konferenz haben sie auch vorbereitet. Wir haben hier ein tolles Team im Haus. Wir werden das auch noch mal erweitern. Wir werden hier auch noch einmal, Sie haben das völlig zu Recht angesprochen, Social Media. Da müssen wir besser werden, das werden wir auch tun. Ich will übrigens überhaupt mal sagen, Tijen Onaran, herzlichen Dank für diese Aufforderung. Ich finde das toll, point taken. Ich nehme das an, was Sie gesagt haben, auch zu Sonntagabend. In der Tat, der Satz wird beim nächsten Mal nicht fehlen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Nicht nur, weil er stimmt, sondern weil es genau richtig ist, dass wir junge Frauen brauchen mit einer solchen Dynamik, mit einer solchen Power und mit so vielen guten Ideen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich sage auch den anderen Podiumsteilnehmern gleichermaßen herzlichen Dank. Das war richtig ermutigend. Das hat große Freude gemacht, Ihnen zuzuhören. Ich bin bei solchen Veranstaltungen immer gern am Anfang dabei und höre mich ein bisschen mit rein. Ich halte nicht viel davon, da durch die Tür zu kommen, hier reinzukommen, zu reden und dann da wieder rauszugehen. Es war eine tolle Sache und es war sehr, sehr ermutigend, was wir in Ihrem Podium hier heute gehört haben. Und jetzt erlauben Sie mir, dass ich kurz die Ausgangslage beschreibe, vor der wir stehen und dass ich dann ein paar Konsequenzen daraus ziehe, die es für uns zu ziehen gilt. Die Ausgangslage, liebe Freundinnen und Freunde, wenn ich mir erlauben darf, sozusagen,
Zu Beginn des Jahres 2024 ist alles andere als einfach. Wir werden auf ein weiteres Jahr voller Krisen zu blicken haben, voller Herausforderungen, auch leider ein Jahr mit weiteren Eskalationen, was Kriege und Konflikte auf dieser Welt betrifft. Wir gehen jetzt in das dritte Jahr des Krieges in der Ukraine. Und es ist keine unzulässige Voraussage, wenn ich darauf hinweise, der wird so schnell nicht zu Ende gehen. Ich habe dazu meine sehr klare Meinung. Wir haben zu spät und zu wenig getan, um diesem Land zu helfen. Das hätten wir früher machen müssen und besser machen müssen. Wir sehen einen Konflikt in Israel, der mit diesem 7. Oktober begonnen hat. Auch dieser Konflikt ist noch lange nicht zu Ende. Da müssen wir klar bleiben, dass wir an der Seite Israels stehen. Und wir dürfen auch nicht zulassen, dass diese Konflikte, die es dort in Israel gibt, hier in Deutschland auf offener Straße ausgetragen wird. Das, was wir im Nachgang zum 7. Oktober hier in Deutschland zum Teil gesehen haben an Antisemitismus, Israelfeindlichkeit, ist vollkommen inakzeptabel und wird an keiner Stelle irgendwo von der CDU Deutschlands auf Zustimmung stoßen. Und das Dritte, was ich sagen möchte, es sind ja nicht nur diese beiden Konflikte, ein Krieg und ein Krieg in Israel, sondern es sind ja auch weitere Konflikte auf dieser Welt, die sichtbar werden. Die Konflikte im südchinesischen Meer zwischen China und Taiwan werden nicht abnehmen. Wir werden an anderer Stelle auf der Welt sehen, dass es schwieriger wird, dass, was wir jetzt zum Beispiel sehen im Mittleren und Nahen Osten, eine Krisenregion vor unserer Haustür. Und dann sehen wir in den Vereinigten Staaten von Amerika heute am Tag wieder weitere Vorwahlen. Die Annahme, dass Donald Trump möglicherweise am 5. November erneut Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird, ist nicht völlig abwegig. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht nur wir die Deutschen, dann meine ich wir die Europäer. Und jetzt gebe ich Ihnen einen kleinen Eindruck wieder, den vermutlich viele von Ihnen auch gehabt haben. Die Rede von Emmanuel Macron gestern im Deutschen Bundestag zu Ehren von Wolfgang Schäuble war, wie ich finde, nicht nur eine wirklich berührende Rede für einen unserer Freunde, der uns verlassen hat im letzten Jahr. Es war ein Auftrag auch an uns Deutsche. Mehr zu tun für Europa. Und mehr zu tun zusammen mit Frankreich. Das war immer auch ein Ausweis deutscher Politik, immer auch ein Ausweis der Politik der CDU, dass wir mit Frankreich ein ganz enges, freundschaftliches, nachbarschaftliches Verhältnis pflegen. Und ich erinnere mich, ich habe es in der Rede gestern nicht gesagt, weil es vielleicht ein bisschen zu salopp gewesen wäre, aber Wolfgang Schäuble hat mir mal gesagt, der französische Finanzminister ist mein Freund, egal wie er heißt. Und das fand ich eine gute Formulierung. Das ist etwas von Staatsräson. Das ist etwas von Grundgefühl, wie wir mit unserem Nachbarn im Westen umgehen. Und jetzt können wir doch sehr zuversichtlich sein, dass wir daraus nicht nur nach Westen etwas machen, sondern dass wir auch nach Osten schauen. Es hat einen Regierungswechsel in Polen gegeben, kurz vor Weihnachten. Und unser Freund Donald Tusk ist wieder Ministerpräsident in Polen geworden, Mitglied der EVP. Also wir haben jetzt auch einen Nachbarn im Westen, im Osten gleichermaßen. Zwei Nachbarn, die größten übrigens unserer Nachbarn, mit denen wir jetzt Wege suchen sollten und müssen, wie wir diese politischen, aber auch wie wir diese ökonomischen Herausforderungen in Europa gemeinsam meistern. Und das gibt mir die Zuversicht, dass wir das wirklich schaffen können. Und jetzt gebe ich Ihnen ein Zitat von Ludwig Erhard aus seinem immer wieder zitierten Buch Wohlstand für alle. Er hat dort einmal gesagt, die Wirtschaft ist das Primitivste, aber sie ist auch das Unentbehrlichste. Erst auf dem Boden einer gesunden Wirtschaft kann Gesellschaft ihre eigentlichen und letzten Ziele erfüllen. Karl Schiller hat das mal übersetzt in der ihm eigenen Wortwahl, indem er gesagt hat, Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. So, und wenn ich mir erlauben darf, liebe Freundinnen und Freunde der CDU, darauf müssen wir uns auch wieder besinnen. Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Und damit will ich etwas zum Ausdruck bringen. Wir sind hier bei der MIT, wir sind hier mit Gitta Connemann zusammen, viele aus der Wirtschaftspolitik. Das, was wir hier an wirtschaftspolitischen Themen diskutieren, ist enorm wichtig und ist die Grundvoraussetzung dafür, dass in unserem Land auch der soziale Frieden erhalten bleibt. Aber es ist nicht alles.
Es geht um mehr. Es geht um die Frage, wie wir dieses Land vor allem in Freiheit in die Zukunft führen. Und deswegen bin ich auch der Grundsatzprogrammkommission so dankbar, dass sie meinen Vorschlag übernommen hat, die Überschrift zu wählen, die da lautet: In Freiheit leben, Sicherheit für Deutschland. So, und das ist doch das Allerwichtigste, was wir den Menschen in unserem Lande an Botschaft geben müssen, dass wir ein Versprechen abgeben, wir tun alles, damit in diesem Land auch in den nächsten 5 und in den nächsten 10 Jahren und weit darüber hinaus, dass wir in Freiheit leben können. Und vielleicht hat sich das manch einer gar nicht vorstellen können, dass wir darüber wieder sprechen müssen. Aber wir müssen genau darüber sprechen. Und wir tun es auch. Und deswegen setzen wir solche Überschriften. Aber dazu gehört, dass wir eine gute Volkswirtschaft haben, dass unser Land wirtschaftlich stark bleibt. Dazu gehört, dass wir beschreiben, wo die Probleme liegen. Das tun wir auch. Danke auch an unsere Podiumsteilnehmer, dass sie das gerade eben getan haben. Aber wir dürfen bei der Beschreibung der Probleme nicht stehen bleiben. Wir müssen Antworten geben, wie wir uns das denn vorstellen, wenn wir im nächsten Jahr spätestens wieder die Regierungsverantwortung in Deutschland übernehmen. Und dazu zählt eben, dass die Wirtschaftspolitik im Grundsatz geändert wird. Nicht mit kleinen Schräubchen, sondern im Grundsatz geändert wird. Und ich will Ihnen 2 Beispiele nennen, bei denen ich das für besonders sichtbar halte und wo ich sage, das können wir noch ein bisschen klarer und ein bisschen sichtbarer machen. Das erste ist, ja, wir wollen ein Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland bleiben. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass unsere Wirtschaft läuft. Wenn wir hier in diesem Lande keine Wirtschaft mehr haben, wenn wir kein Bruttoinlandsprodukt mehr haben, dann müssen wir uns über Verteilungsfragen auch gar nicht mehr unterhalten. Also das Allerwichtigste ist, dass wir eine wirklich gut laufende Volkswirtschaft haben und dann erst über Sozialpolitik sprechen und nicht umgekehrt.